Du bist fit. Wer sieht noch fit aus? Nein, 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 weg damit. Das interessiert doch keine Sau. Bitten zu warten. Ja, genau. Bitten zu warten. Diese Entwesungsanlage ist schon lange nicht mehr gebraucht. Aber jetzt brauchen wir die andauernd. 4 Infizierte. Entwesungsanlage. Könnte ich die schon bauen? Wie viel kostet die? Entwesung. Ja, die kann ich bauen. Sehr gut. 4x4 passt. Kommt hier hin. Die finde ich cool. Die Entwesungsanlage ist sehr geil. Aber dass sie so groß ist und so viel Platz braucht, das ist ungewöhnlich. Na gut, egal. Ich juckt schon gar nicht mehr, in welche Richtung die Klimaanlage aufgestellt ist. Wichtig ist nur der Kubismus. Hier bei den Wesen kann der Kubismus vertrieben werden. Was brauchen wir hier drin? Auch einen Pfleger. So, wo sind die fitten Leute? Nee, du bist nicht fit. Du bist fit. Du bist fit. Du bist doch fit. Einer noch, oder? Einer fehlt noch. Ja, ich brauche noch einen Pfleger. Diagnostik ist zwar nicht so gut, aber naja. Sportliches vielleicht? Irgendwo? Seht ihr noch hier? Da. Dich haben wir. Nein? Ernsthaft? Du bist nicht krank? Du... So ein Witz. Du läufst komisch. Nein, du da auch nicht. Shit. Warum läuft hier keiner komisch? Ich brauche mehr Hausmeister. Oh ja, ein Hausmeister, der Upgrades machen kann. Sehr gut. Immer noch ein Infizierter, aber ich sehe diese Person nicht. Es ist bestimmt irgendeine Person, die nicht so viel sich bewegt. Ein Arzt oder so. Halt, hast du dich komisch bewegt? Mist. Nee, das ist bloß glücklich. Keiner der Patienten, wie es scheint. Die habe ich die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Vielleicht habt ihr sie schon längst gesehen. Ich bloß nicht. Das kann sein. Dreckiges Mundwerk in der Apotheke. Hammer, kein Problem. Hammer. Immer noch bloß einer. Oh ja, stimmt. Upgrades. Ja, wenn du es gerade sowieso reparierst, kannst du auch upgraden. Oh, das war doch eine. Nein. Dachte, es war Dehnübungen und so ein Zeug. Egal. Geld gab's. Ich
könnte vielleicht noch mehr Hausmeister gebrauchen. Der eine Infizierte ist immer noch da. Das wird wahrscheinlich einer aus meinem Personal sein. Apropos, ich habe noch immer keine Pause zu. Du läufst doch sportlich herum, oder? Passt. Mist. Verflucht. So, Pausenraum ist da. Allerdings sollten wir den noch ein bisschen... Wer kann das? Oh, ich könnte... Das sehe ich zum ersten Mal. Ich kann den Pausenraum so gestalten, dass es von mehreren Leuten genutzt... Oder von unterschiedlichen Leuten genutzt werden darf. Nee, das brauchen wir nicht. Halt, ich bin doch in dem Raummenü, oder? Genau, das ist doch viel interessanter. Dart dürfen sie hier drin spielen. Was haben wir noch so lustige Sachen? Eine Klimaanlage, ja doch, natürlich, muss sein. Hitze ist irgendwie weniger ein Problem wie andere Sachen. Kaffeemaschine im Pausenraum? Nee, die haben in jedem Raum jetzt eine Kaffeemaschine. Ich brauche jetzt nicht auch im Pausenraum eine Kaffeemaschine. Auch wenn es vielleicht besser ist. Aber nee. Pflänzchen rein. Spielautomaten, ja, auch die brauchen Unterhaltung. So, und vielleicht noch was zum Hinsetzen. Noch ein Sofa oder so. Passt hier noch ein Sofa rein? Ja, da passt auf jeden Fall noch ein Sofa rein. Ja, Unterhaltung, Essen und Trinken, Ambiente, passt alles. Wo ist mein Infizierter? Da muss jemand dringend auf die Toilette oder zur Farbtherapie. Ist fast dasselbe. Die Kanone ist upgraded, kannst gleich weitermachen. Machen wir direkt weiter. Entwesung wird nämlich häufiger nötig sein. Dementsprechend können wir das gleich upgraden. Temperaturkomfort im Krankenhaus. Nicht so gegeben. Kein Thema. Kriegen wir hin. Krankenhausstufe muss erhöht werden. Dazu muss ich auf jeden Fall noch upgraden. Dazu muss ich noch erweitern. Dazu muss ich mehr bauen. Schocktherapie. Okay, Schocktherapie. Ja, das können wir auch bauen. Schocktherapie. Das sind alles die Sachen, die Geld geben. 4x4. Das einzige Problem bei diesen ganzen Sachen ist, ich habe jetzt keinen, der gut ist in den Behandlungen. Heißt, das ist jetzt schlecht. In dem Sinne, dass... Moment. Was hat da gerade Geld gekostet? Nee, hallo. Du kommst hier nicht hin. Das Problem ist eben... Wo war ich gerade? Ich hab's schon wieder vergessen. Irgendein Problem. Ja, ich habe keinen, der behandeln kann, der gut in Behandlung ist. Das ist das Problem. Ein Arzt wird benötigt. Ein Arzt mit guter Behandlungskompetenz haben wir nicht, also kommst du da rein. Schocktherapie ablehnen. Hallo, ich hab schon mal eine Schocktherapie. Ist doch nicht schlecht. Also wir müssen hier drin auf jeden Fall Ambiente noch erstellen. Wir haben hier zwar... So, wir können hier... Nee, können wir nicht. Hier können wir das und... Hier das. Dann brauchen wir ein paar Sitze. Eine Klimaanlage erstmal. Das hört sich wie Sprühschiss an. ja.
Ist aber so, leider. Ohne Scherz. Ja, Automaten. Dann haben die hier was zu tun. Hier muss repariert werden, meine Leute. Da muss repariert werden. Ich bitte um Reparatur. Eine Reparatur ist nötig. Und ein Mülleimer auch. Mhm. Wobei, tu's doch gleich upgraden. Janitor, to repair decryptor, please. Mhm. Wir müssen die ganzen Sachen upgraden. Ja, hier für die Praxen, schöner Arzt. Taugt. Na gut, dann kannst du da arbeiten. Hm. Ach, wir haben immer noch einen Infizierten. Na komm. Du vielleicht? Du. Irgendjemand vom Personal muss es sein, weil... Du vielleicht. Dup. Ha! Das war sie. Doctor needed in DNA lab. Puh, schön. Also, ja. Nicht jetzt. Mit Stromschlag, gerne. Oh, ich wollte gerade den Lader eigentlich upgraden. Mach mal hier. Hier können wir noch ein Upgrade machen. Ich wollte eigentlich noch einen Hausmeister mit. Oh ja, einer der Geister. Ich habe bisher noch keinen, der mit Geistern umgehen kann. Das ist nicht schlecht. Ah, gut, dass ich gerade einen... Ja, gut, dass ich gerade einen weiteren eingestellt habe. Was? Wen? Wie? Oh Gott, was hast denn du? Du hast... Ja, was hast du? Das gehört doch in ein DNA... DNA-Lab, oder? Ah, das ist eine Schlange. Ich könnte eine Flüssigkeitsanalyse noch bauen. Ja, Flüssigkeitsanalyse ist was Gutes. Eine Flüssigkeitsanalyse. Ja. Das taugt was. Dann haben wir zumindest noch eine weitere Diagnosemöglichkeit und es müsste eigentlich reichen. Wir haben dann so viele Diagnosemöglichkeiten, es müsste echt reichen, um alles zu schaffen. Damit ist alles klar. Es ist Lupus. Die Einleuchtung ist da. Auch hier brauchen wir einen Pfleger, stimmt's? Ja, wir brauchen auch hier einen Pfleger. Ich bräuchte, ja genau, einen Blankopfleger. Gut. Krankenhausstufe 7. Wenn ich das alles vollbaue mit noch weiteren, größeren Räumen, Station und so, ist noch gar nicht nötig. Das muss abgegradet werden. Das muss eigentlich auch abgegradet werden. Die Hausmeister sind gerade sehr beschäftigt. Also sie müssen jetzt alles auf den neuesten Stand bringen in der Technik. Alles muss verbessert werden. Mhm, der Entlader muss repariert werden. Der fängt sonst bald Feuer. Kann es sein, dass ich kein
zwei Löcher drin habe. Ach, scheiße. Jetzt brennt ja alles hier. Könnt ihr die Sachen reparieren und so? Den würde ich nicht mehr nutzen, ehrlich gesagt. Ich brauche noch mehr Hausmeister. Hausmeister, die sich hier um Instandhaltung kümmern. Hier habe ich auch keinen Feuerlöscher. Ja. Fürchterlicher Fluch, das gefällt mir. Das ist leichter zu erkennen als das andere. Deutlich leichter. Deutlich leichter. Hier, du noch? 7 beim Empfang stehen an. Ich hab's übertrieben. Ich hab's deutlich übertrieben. Die Leute, die Hausmeister kommen gerade nicht hinterher. Da ist eine. Oder einer. Einer noch. Einer noch mit dem Fluch. Das war hier das Zentrum des Ausbruchs. Vielleicht ist hier noch irgendwo jemand. Oder auch nicht. Das war easy. Ablehnen? Nein. Nein. Ich brauche mehr Hausmeister. Oder die müssen schneller alles upgraden. Auch möglich. Aber nee, schaut euch das an. Alles kaputt. Alles muss repariert werden. Alles geht zugrunde. Oh, Leopardose. Das habe ich, glaube ich... Ja, das war der eine Kunde, den wir... Da, wo wir extra die Flüssigkeitsanalyse gemacht haben. So, siehst du, ich habe es doch gesagt, wir mussten ein DNA-Labor. Eine Pigmentstörung, die in den letzten Jahren ziemlich in Mode gekommen ist. Diese Mutation hat ihren Ursprung im Labor des Zoos von Grockley Bay. Nachdem ein Wissenschaftler dort versuchte, einen Hybriden aus Menschen und Katzen zu erschaffen. Bei diesem Vorfall entstand auch die ähnliche Löwenkopfstörung. Alles klar, das kriegen wir hin. Das haben wir nicht hinbekommen. Maintenance announcement. Plants need water. Ich muss die Hausmeister leider mal wahrscheinlich in die Psychiatrie. Ja, Psychiatrie macht Sinn. Sollten wir mal machen. Schön. Oh ja, Arzneischränke. Ich liebe es, wenn man Arzneischränke platzieren kann. Die boosten alles so gut. So, Udele. Geh mal in die Kaffeemaschine. Und den Stuhl neben den Sessel, weil ja ein Sessel nicht erholsam genug ist. Sinn oder Nichtsinn? Das ist hier die Frage. Schön. Jetzt brauchen wir bloß einen Psychiater. Haben wir was zum Lehren? Wir haben... Doch, wir haben was zum Lehren. Positiv geborener Mentor. Wenn er Hunger hat. Ja, was kann die? Ach, das steht so auf Hygiene. Ach,
Was ist denn das? Ein Schmutzfink, der dauernd auf Hygiene ist. What? Ernsthaft? Nimm dich. Du kriegst gleich eine Schulung. Nämlich zum Psychiater. Und dann arbeitest du nur in der Psychiatrie. Kann ich noch nicht zuweisen. Irgendwie. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Ja, Farbeimer Stufe 3. So, jetzt kümmert euch erstmal um den Müll hier. Bevor ihr noch mehr Aufträge bekommt. Puh, hier sieht's echt übel aus. So schlimm sah es bei mir noch nie aus. Nur weil ich alle rausmiss. Oh, schau dir das an, wie viele Flüssigkeiten hier auf dem Boden rumliegen. Oh, da hat sich gerade einer eingepinkelt. Ja, weil die Toiletten nicht mehr gehen. Wie wäre es, wenn da mal jemand sich drum kümmert? Hausmeister. Die Leute wollen auf die Toilette gehen. Die Leute wollen was trinken. Die Hausmeister müssen jetzt echt mal hinterherkommen. Wir haben einen Psychiater. Ah, die Hygiene... Ja, kein Wunder, dass die Hygienewertung schlecht ist. Wie sie jetzt alle auf die Toilette strömen. Ach, weg mit denen. Das gab Geld. Was haben wir jetzt? Fitnessfieber wieder. Läufst du bloß blöd, oder? Ja, da lief bloß blöd. Hier ist sehr viel los. Hier jetzt, Leute. Du. Was, der Gesundheitsminister? Das ist nicht gut. Der wird nicht in die Toiletten gehen wollen. Hoffe ich doch mal. Hier geht's gerade echt zur Sache. Da ist einfach jemand umgefallen. Vielleicht war es ein Infizierter. 5 sind infiziert. Ehrlich gesagt, ich geiste jetzt auch noch. Ich brauche mehr Hausmeister. Einer ist entkommen. 4 infiziert. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Die Geister müssen gefangen werden. Ach, das hier mit unzufrieden. Unglaublich, ein Hausmeister und so. Geräte können beschädigt werden, nicht jetzt. So, du möchtest mehr Geld. Kriegst du. Mach aber auch deinen Job. Ach, wisst ihr was? Ah, nee, ich muss ja die Leute irgendwie heilen. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr was? Das ist mir eigentlich egal. Die sitzen hier bloß rum. Wenn keiner hier reingeht, dann ist es natürlich deren Pech. Okay, ich habe hier ein bisschen schlecht gebaut, wie es aussieht. Ich dachte mir schon, eigentlich könnte ich das doch hinbekommen. Aber nee, war keine gute Idee. Jetzt ist schon wieder einer hinkommen. Mist. Verdienen kriege ich hin. Verdienen ist kein Thema. Wir kriegen hier so viel Geld. Das läuft da schon. Arztpraxen werden benötigt. Na gut, das kriegen wir hin. Arztpraxen können wir noch weitere machen.
Oh ja, wir brauchen bloß noch weitere Ärzte. Ah, da haben wir doch. Nein, wir nehmen die Frischlinge. Schöne Frischlinge. Ah, die können hier arbeiten. Dann können die Arztpraxen entlastet werden. Auf der Seite zumindest. Theoretisch. Oder auch nicht. Eine Toilette. Ich sollte vielleicht hier auch eine Toilette hinmachen. Zimmer, Toilette. Schöne Toilette. Hier. Nein, nein, nein. Hier. Und dann noch eine. Da noch mehrere. Wo ist eigentlich die Tür? Tür. Funktioniert so nicht ganz. Waschbecken. Vielleicht muss es doch weg. Schön, das passt. Ein Pflänzchen noch mit reinstellen. Für die Atmosphäre. Hier wäre eine weitere Toilette, falls die andere überfüllt ist. Könnt ihr auch zur anderen Seite gehen. So, Hygienewert ist wieder hoch. Temperaturkomfort. Das ist etwas, was ich auch sehr schnell hinbekomme. Klatschen einfach hier auf den Weg was hin. Oh, stimmt, habe ich vergessen. Macht lieber diesen Fluch. So, Temperaturkomfort ist hoch. Sehr nice. Dann fehlt jetzt prinzipiell nur noch weiter ein größeres Zimmer. Damit ich die Stufe noch mal eins eine Chirurgie! Ja, eine Chirurgie zum Beispiel, die fehlt noch und dann haben wir eigentlich das erreicht. Dann müsste die Größe auch geschafft sein. Chirurgie, 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 Chirurgie. Dum, 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 dum. Witzig ist, dass man in der Chirurgie auch einen Stuhl und eine Kaffeemaschine hinstellen kann. Also in der Chirurgie jetzt eine Kaffeemaschine finde ich jetzt nicht so hygienisch, aber was weiß ich schon. Zum Glück hatte ich noch nie das Vergnügen, selbst in der Chirurgie gewesen zu sein. Dementsprechend wird schon richtig sein. Wir gehen ja mal stark davon aus, dass es eine sehr realistische Simulation eines Krankenhauses darstellt, alles hier. Genauso läuft es im echten Leben. Die Krankheiten sind auch 1:1 aus dem echten Leben rausgeholt. Oh ja, hier haben wir schon mal einen sehr guten Chirurgen. Die arbeitet in der Chirurgie. Stufe 10 haben wir erreicht, sehr geil. Du, deine Aufgaben sind es, in der Chirurgie zu arbeiten. Nur das. Du kriegst auch einen Pfleger zur Seite gestellt. Hier ein Blankopfleger. So. Hier könnt ihr mit Patienten arbeiten. Ah ja, genau, Notfallchirurgie. Gleich mal die Leute holen, wenn wir schon frisch eine Chirurgie haben, sollen sie ruhig mal herkommen. Dann können die gleich hier operiert werden. Gut, das ist geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch die Infizierten. Kriegen wir hin. Lendenverzerrung kriegen wir hin. So, jetzt fehlen nur noch 2 Epidemien wahrscheinlich. Jetzt hätte ich doch beim letzten Mal ein bisschen mehr, dann hätte vielleicht bloß eine noch gefehlt.
Oh nein, kann man nichts machen. Hier können wir noch ein paar Wartebänke machen. Da freuen die sich, da können sie sich hinsetzen und da wird der Geist aufgesaugt. Und er hat gleich was Neues. Ja, du bist gut, aber nein, du brauchst keine Wertebildung. Das haben wir geschafft. So, auch das wird gemacht. In den Arztpraxen wird gearbeitet. Hier wird überall gearbeitet. Im Moment sieht es auch wieder sauber aus. Das bedeutet, wir können weiter Sachen upgraden. Wieder und wieder alles ins Chaos versinken lassen. Erwähnungsanlage, das ist schon upgegradet. Die Schocktherapie ist noch nicht. So wie der Flüssigkeitsbeschleuniger ist auch noch nicht. Strecksaal. Das wird hier nicht reinpassen, oder? Zimmer. Strecksaal. 4x4. Das passt hier nicht rein. Kein Platz mehr für einen weiteren Strecksaal. Was ist mit dem Streckpatienten? Habe ich den nach Hause geschickt jetzt? Nein. Theoretisch hast du recht, du brauchst eine Weiterbildung. Psychiatrie. Entenschnute. genau. Der unkontrollierbare Drang, angesichts einer Kamera die Lippen zum Kussmund zu schürzen. Er wird durch Anhäufung selbstverliebter Gedanken in der Großhirnrinde verursacht. Ein Psychiater muss die übermäßige Egozentrik in einen Becher zapfen, woraufhin sie in einem Verbrennungsofen sicher beseitigt werden kann. Das würde ich gerne sehen. Wenn viele Leute ziemlich krank sind, das liegt daran, dass die Diagnose beim DNA... Da brauchen wir mehr. Diagnose, DNA-Analyse. DNA-Labor. 4x3, das geht hier rein, oder? Nein, schade. Na gut. Ja, schön. Dann haben wir es hier eigentlich auch geschafft. Bis auf die Epidemie. Stimmt. Was für eine? Oh, ich habe ganz vergessen. Fürchterliche Flug. Ja, du bist normal so. Das Schöne wäre... Da haben wir einen... Keinen Kommentar. Nein, das ist normal. Wobei, das ist gefährlich, so einen normalen bewegenden. Naja. Moment. Du bist zwar tot, aber. Du kannst doch geheilt werden. Und dann fällt er tot um. Ich brauche noch welche. Geister sind eigentlich gut, weil in deren Nähe bewegen die sich. Halt, du bewegst dich komisch. Jetzt brauchen wir noch einen. Nee, du nicht. Am coolsten wäre es natürlich, wenn ihr welche anstecken würdet. Dann könnte ich mir heilen. Das ist ein normaler Mumifizierter. Seht ihr irgendwo?
einen, der herumläuft. Komisch. Vier Stück. Nein. Nein. Ja. Nein, ich will noch einen haben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Assistant wanted in reception. Bin wahrscheinlich schon längst. Nein, du. Du hast dich bewegt. Du hast dich komisch bewegt. Katsching. Sehr nice. Das hat geklappt. Das hat wunderbar geklappt. Ah ja, ein Assistent. Einen weiteren Assistenten. Hier können wir gebrauchen. Usch. So. Jetzt ist die Aufnahme hier nicht mehr das Nadelöhr. Sondermeldung. Schade. Chirurgie war zu langsam. So ein DNA-Labor könnte ich noch mehr gebrauchen. Generell, die Leute sind zu lange im Krankenhaus. Die sterben zu sehr. Ja, das DNA-Labor und der Megascanner sind die Nadelöhre in meinem Krankenhaus. Das klappt. Ja, Psychiatrie ist auch ein Nadelöhr, könnte man sagen. Schön! Ja, einmal noch dieses infizierten Spiel und dann haben wir es geschafft. Dementsprechend werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es geschafft wurde. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.